Kommunikation hatten wir, genau, da sprechen wir ja gerade im Moment drüber. Sonstige Apps, die der Kommunikation dienen und die in AppStore zur Verfügung stehen. Signal kennt man ja wahrscheinlich, ist aber tatsächlich nicht in AppStore. Ich habe es hier aufgeführt, weil es einfach sehr beliebt ist und weil da sehr viel gute Arbeit betrieben wird, wo sowohl der Client als auch die Server-Software, also Client ist GPL, Server ist AGPL, lizenziert und viel Wert auf Verschlüsselung gelegt wird. Und deswegen in meinem Umfeld eine beliebte App ist, die aber nicht im AppStore zur Verfügung steht, sondern muss man als APK installieren. Telegram kennt man vielleicht auch. Die geht zu AppStore. Man sollte halt dann einfach sich bewusst sein, das ist nur der Client, den man dort als freie Software bekommt und das Netzwerk selber ist eben unfrei. Und auch hier, wenn wir den Gegensatz hier, den direkten Kontrast machen, Signal ist eben eine Foundation, die dahinter steht, die auch sehr transparent arbeitet. Telegram ist ein privates Unternehmen aus Russland, weiß man halt auch nicht genau. Wobei ich das Pro-Argument von einem Kumpel gehört habe über Telegram, dass DDS das benutzt hat. Das ist an sich ja privacy-mäßig ein positives Zeichen, weil die Russen waren ja auch in Syrien und so weiter, haben sich ja mit denen. Insofern. Hatten die auch eine lange Gerichtsschlacht da mit dem russischen? Also das habe ich auch irgendwie gehört. Und ich glaube, die sind auch nicht wirklich eingeknickt und sind dann. Aber ich will jetzt auch nicht prinzipiell sagen, dass die Russen die Bösen sind. Die Amerikaner, Google ist auf jeden Fall definitiv deutlich gruseliger. Offensichtlich böse. Bei Russland weiß ich es noch nicht so richtig. Oder Russland ist auch das falsche Wort. Ist aber auf jeden Fall ein privates Unternehmen. Es hat irgendwelche privaten Profitinteressen. Und die sind sicherlich nicht so edel wie die Interessen einer Foundation, die transparent arbeitet. Und ja. Ich habe ehrlich gesagt intuitiv auch ein bisschen das Gefühl, also liebe Telegram ist WhatsApp, ich meine WhatsApp ist Facebook. So, das sind auf jeden Fall die ganz Bösen. Und Telegram, immerhin der Client ist auch schon mal frei, genau. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, die sind nicht so ganz so staatlich verbunden. Also, ja. Ich vertraue Snowden. Edward Snowden hat ja Signal empfohlen. Okay. Genau, der hat, ja. Und der Moxie Marlinspike, der die Verschlüsselung ja erfunden hat in Signal, der hat ja auch die Verschlüsselung an WhatsApp weiterverkauft. Ja. Die wird ja in WhatsApp, wird ja die gleiche benutzt. Ja. Aber dann doch lieber Signal. Bei WhatsApp habe ich das jetzt gelesen, die wurden ja gekauft und die hatten eine 5-Jahres-Frist, in der die das, die Originalentwickler das so machen durften, wie sie wollten. Und damit ist es jetzt irgendwie deren letztes halbes Jahr, in dem sie diese Verschlüsselung eingeführt haben und dann nach 5 Jahren geht es eben, wird die Gewinnorientierung eingeführt und dann muss das auch Profit abwerfen. Ja. So, das heißt, diese Verschlüsselung, die ist jetzt nochmal ganz nett, um mal kurz einen Marketing-Boost reinzukriegen und dann. Ja, also Facebook ist. Ohne Frage. Wird da jetzt der Facebook Messenger sogar mit WhatsApp noch zusammengeführt zu einem großen und irgendwie noch Instagram auch noch 2,2 Milliarden Nutzer? Das ist schon. Mindestens dem Zuckerberg das untersagen, dass er die Informationen nicht aller Dienste zusammenführen darf. Musste er nicht sogar schon eine Strafe zahlen wegen dieser Datenzusammenführung in irgendeiner Form, weil das im Wettbewerb, also im Rahmen des Wettbewerbsrechts. Da achten sie ja immer drauf. So, so privacy-mäßig, das ist, ja, ist auch wichtig, aber wenn es dann um Wettbewerb und Wirtschaft geht, da greifen sie ja richtig durch. Ja, das ist jetzt ja das Kartellamt, das deutsche Kartellamt. Das deutsche, okay. Das Kartellamt macht jetzt einen Prozess, so David gegen Goliath, wo sie auch versuchen, auf Basis des Wettbewerbsrechts den Datenschutz zu stärken. Vor einem halben Jahr oder so. Genau, und das ja, nicht immer. Ja. Ich würde mal sagen, dass Conversations ja auch das Protokoll abgeleitet hat von Signal und von WhatsApp. Okay. So, Briar, es ist ein Peer-to-Peer-Kommunikationsnetzwerk, deswegen kann man auch sich mit niemandem verbinden. Also man kann sich nur mit Leuten verbinden. Quasi, man muss es so Hand in Hand mit Telefon zu Telefon machen, damit man fortan eine Verbindung aufbauen kann. Ich habe bisher noch keinen gefunden, der es hat, deswegen habe ich es noch nie mit niemandem kommuniziert darüber. Aber es hat große Zukunft. Nee, also es ist eigentlich eine ganz nette Idee. Aber es geht völlig offline, ne? Genau. Das ist eigentlich so für... Für Krisengebiete etc. gedacht und für Journalisten. Also Erdbebengebiete zum Beispiel, wo die Infrastruktur nicht mehr funktioniert, kannst du dann darüber kommunizieren und via Bluetooth oder Wi-Fi dann. Wi-Fi Direct, glaube ich. Also ich denke, das ist für den interessierten Bürger auch gut geeignet, der auf Demonstrationen gehen möchte und einer Funkzellenabfrage entgehen möchte.
Breyer, ja. Dafür ist das gut geeignet. Sehr guter Hinweis auf jeden Fall, ja. Die deutsche Anwendung. Ja, natürlich. Ja. Also ich meine, das heißt, ersetzt ein normales Funkgerät, ne? Nö, das also so. Ist ja das gängige Medium. Nee, auf jeden Fall. Da kann man Breyer benutzen. So, Masterlab ist ein Mastodon-Client. Mastodon kennt ihr wahrscheinlich, ist eine Alternative zu Twitter. Die freie Alternative quasi. Und Twitter, der Name lässt auf Twitter schon schließen, aber es kann auch andere soziale Medien, könnte also eigentlich auch Mastodon über Twitter machen. Masterlab ist halt speziell für Mastodon ausgelegt, deswegen glaube ich, und sie bietet sich mehr an, wenn man die Wahl hat, beziehungsweise eine oder beide Netzwerke bedient. Sind aber beide auf jeden Fall ziemlich modern gehalten, sind auch sehr user-friendly, finde ich, und machen Spaß zu benutzen. Kurze Frage noch zu den Messengern. Ja. Ich habe immer wieder mal von Riot gelesen. Ah ja, ja. Naja, irgendwie soll das doch verschiedene Messenger zusammenführen sogar, oder? Ich habe keine Ahnung, ich wollte einfach mal fragen, ob es jemand kennt. Aber jetzt, wo du es sagst, genau, wollte ich auch nochmal angucken. Also es ist ganz sehr interessant, wenn wir in Frankreich wollen die Behörden das groß ausrollen als eigene Kommunikationsplattform. Und wenn die das genauso offen betreiben, wie das geplant ist, dann würde das auf einmal sehr viele Nutzer haben. Das wäre dann auf einmal ich glaube 10 Millionen ungefähr. Ja, also das wäre auf einmal ein Riesensprung 10 Millionen von Leuten, Franzosen. Die mit einem offenen verschlüsseltes Protokoll nutzen würden. Also wenn das wirklich so kommt, dann wäre das ein, ja, das wäre ein Riesensprung auf einmal für diese App oder für dieses Protokoll. Das wäre auf jeden Fall dann interessant. Ja, hoffen wir es.